C++11. Darum auch diese Untertitel, was ist nützlich für PC Wissen. Die Präsentation beruht zum größten Teil auf dem schönen Material von Scott Myers, um das Copyright mal abzudecken. Allerdings sind das 400 Folien und die wollte ich jetzt keinem antun, auch wenn es sehr interessant ist, aber ich habe es mal ein bisschen runtergebrochen. Ja, einige Teile nur mal mit einer Folie erwähnen, die weiter diskutieren und einige vielleicht mal ein bisschen näher erklären, vielleicht für uns interessant sind. Zwischendurch irgendwelche Fragen sind, kurze Fragen, Verständnis oder so, einfach mal Bescheid sagen, dann machen wir das gleich. Ich denke, bei 54 Folien jetzt sich Notizen zu machen und die dann nochmal durchzugehen, ist ein bisschen sinnlos. Sollte dann noch Bedarf an weiteren Diskussionen bestehen, dann beim Bierchen gerne danach. Gut, eigentlich sollte der Vortrag ja nur für unsere Entwickler sein, wie man hier gesagt hat. Dann war es die Usergruppe und jetzt ist es im Internet. Nur viel zum Thema kleinen Finger reichen. Ne? Und manchmal rede ich viel Blödsinn, das wird dann natürlich alles auf PC Wissen zurückfallen, nicht auf mich. Na gut, fangen wir mal an. Der C++11 Standard setzt sich aus einigen verschiedenen Komponenten zusammen. Und man eben sieht, ein Teil von Boost geliehen, vorsichtig ausgedrückt. Einige sind wirklich neu, wie diese Forward-List-Konvertierung. Anderes ist immer noch von C++98 drin. Und somit setzt sich unser Standard daraus zusammen. Also gerade bei den Boost-Sachen wird man dann noch merken, das Problem hat man auch schon beim Umzug, dass man dann schön so untersetzen hat auch, bei den ganzen Namespaces. Aber da müssen wir nochmal durch. Gleich zu Anfang, Helga hat mich darum gebeten, das kurz zu erwähnen. Es gibt halt ein paar neue Datentypen. Jetzt sagt man sich, okay, neue Datentypen, wozu? Wir haben halt noch eine alte Bibliothek drin, wo wir vor allem die 64-Bit-Bezeichner benutzen und da wir die eben rausnehmen wollen, ist es ganz praktisch, dass die SDD jetzt die Typen mit der richtigen Bitbreite uns auch anbietet. Da können wir vielleicht diese Arch-Bibliothek an sich loswerden. Die gibt es auch mit Fast- und Least-Varianten und diverse Konstanten dazu mit der Breite und allen möglichen. Muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Was hast gesagt, der Reinlegen, das ist Fast vom Standard UNT. Müsste ich nochmal nachgucken. Deswegen ist glaube ich, zum Beispiel ein Fast UNT 32T, das heißt, du kriegst mindestens 4 Byte, das ist das Architektur. Ja. Hm. So, dann fangen wir mit dem Interessantesten mal an. Das ist dieser Bezeichnung auch als Template Closer benutzt werden kann, wenn man hier unten sieht. Brauchen wir jetzt kein Leerzeichen mehr, spart vermutlich mal einen Compile-Fehler ein, ob es mit auch lesbar wird, also ich persönlich mache meistens Leerzeichen überall dazwischen, einfach um zu sehen, wo was aufhört und was zusammengehört. Leider gibt es das Teil noch nicht, weil es wird uns einige Mac-Fehler, vor allem wenn Helga eincheckt, vermeiden, weil es im nächtlichen Bild, aber vielleicht kann man sich das ja für C++16 wünschen. Ganz neu für C++ ist dieser Auto für die Typdeklaration. Wird quasi erst bei der Zuweisung der Variablen einen Typ gegeben. Vielleicht einigen aus JavaScript bekannt. Wie man sieht, oben wird es durch die ganze Zahl in Int. Hier wird es ein Iterator, Pointer. Und es gibt dann bei den Containern neue Funktionen mit diesem C-Beginn, C-End und so weiter, C-Iterator, die dann eben den Const-Iterator zurückliefern, weil Auto weiß es ja sonst nicht. Man kann es direkt initialisieren als Auto und natürlich auch als Copy-Initialisierung. Das Auto wird uns sicherlich im Vortrag noch ein paar Mal begegnen, da es eigentlich ganz angenehm ist. Wenn man es nicht ausschreiben will, gerade diese langen Iterator-Konstrukte zu nutzen, dann einfach das Auto zu nehmen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil wir versuchen bei PC Wizard ein bisschen Clean Code zu machen, das heißt, dass man den Code halt möglichst gut lesen kann
was passiert und ich bin mir nicht sicher, ob das Auto das nur so unterstützt oder ob es dann eher zur Bewegung beiträgt. Wenn es dann mal unten im Code steht, was macht er jetzt hier gerade, was soll das Auto sein? Und dass man dann wieder anfängt, das zu kommentieren oder so. Neues Keyword gibt es jetzt auch. Das ist der Null-Pointer, der quasi ein Pointer einfach auf Null initialisiert, was vorher auch als Int oder als dieser Null-Bezeichnung hier geht. Auch hier habe ich es noch nie gefärbt, das Grün, hier kann man es gerade noch so lesen. Interessant ist halt dann, das geht eben nicht, dass das, da das kein Int-Typ ist, damit gehen eben auch Vergleiche gegen Nullen zum Pointer nicht mehr so einfach. Dann gibt es die vereinheitlichte Initialisierungssyntax. Teile, also das sind jetzt quasi die älteren Teile, was bekannt ist, dass man eben Arrays initialisieren kann mit den geschweiften Klammern, hier den Point, Felder und die dann eben auch so weitergeben kann. Interessant wird es dann hier, wenn man ein Datenfeld hat und kannst, wie würde man das jetzt initialisieren bei C++ 98, geht nicht so einfach, und hier unten das Feld ebenso nicht. Bei der C++ 11 allerdings sind dann genau solche Konstrukte hier erlaubt und die geschweiften Klammern, dass man quasi die Felder sofort an anderen Stelle initialisieren kann. Ist, denke ich, ganz praktisch. Witzig ist die Diskussion, dass an der Stelle zum Beispiel um die geschweiften Klammern nochmal runde Klammern erlaubt sind, wo die Meinung ist, das wurde einfach vergessen rauszunehmen. Also vielleicht noch nie einbauen, es könnte sein, dass es bei C++ 14 dann behoben ist. Also ist das quasi die richtige Syntax hier oben. So, dann gibt es dazu auch diese Default-Member-Initialisierung. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ging ja bisher nur bei diesen Const-Bild-Typen. Geht jetzt auch bei normalen Variablen. Und geht hier jetzt auch mit geschweiften Klammern, also sowohl das als auch das ist valid und kompiliert und funktioniert auch. Hast du schon getestet? Ich glaube, das habe ich schon mal probiert. Also das Ding hat Schiefer gefunden, aber genau, den haben wir ja. So, ganz kurz noch mal erwähnt, die Bild-Dekonvertierung von String zu Zahlen. Wird jetzt auch unterstützt. Ich bin nicht sicher, was wir benutzen, wird das von Boost bei uns benutzen. Das ist, glaube ich, getemplated, also ein bisschen flexibler noch, finde ich. Also nur als Info, dass es das gibt, gibt es auch für W-String und geht natürlich auch zurück zu konvertieren. Wobei das hier nicht so schön aussieht. Also, wir hatten nochmal ein schönes Boost-Template und damit kann man halt alles in alles konvertieren. Das ist recht praktisch, sag ich. Ein sehr interessantes neues Feature sind die Lambda-Ausdrücke. Sollten vor allen Dingen so JavaScript-Entwicklern bekannt sein. Es ist dann immer sehr schön lesbar, wenn man es nicht einrückt. Hier tatsächlich mal ein Beispiel bei uns aus dem Code. Das ist hier so eine definierte Vergleichsfunktion, die dann hier unten quasi in die Sortierung reingereicht wird. Die steht einiges weiter oben, also da sucht man dann auch erstmal, wo kommt das Teil her. Im C++ 11 kann man es dann eben direkt dort reinschreiben. Und man kann sogar zwischen die geschweiften Klammern dann auch noch Variablen mit reinreichen, die man eben benutzen kann. Finde ich persönlich sehr praktisch, wenn solche Lambda-Ausdrücke nicht aus dem Router laufen. Also wenn ich da einen halben Server reinschreibe, hilft das nicht unbedingt der Lesbarkeit, sind so aber kleine Sachen, ein, zwei Zeiler, denke ich, hilft es, weil man nicht erst groß suchen muss, wo ist denn das jetzt definiert.
ist ja auch nicht bei uns. Jetzt kommen wir zu diesem Standard Async und den Standard Futures. Das sind zwar quasi Konstrukte, in denen man sagt, führe diese Funktion oder dieses aufrufbare Konstrukt asynchron aus. Und dieses Future sagt, okay, du hast zwar schon eine Möglichkeit zuzugreifen, aber du kriegst den Wert erst, wenn ich fertig bin. Man kann es quasi umdefinieren, macht dann irgendwas und sobald man mit Get drauf zugreift, hat man das Ergebnis oder blockiert hier und wartet, bis das Ergebnis da ist. Wie man sieht, hier haben wir wieder Auto, das geht auch wunderbar damit. Interessant wird es, wie Michelle darauf hingewiesen hat, wenn man solche Konstrukte macht und die zerstören sich, dass an der Stelle scheinbar die Futures auch warten. Das heißt, man kann da ungewollt sich blockieren und auf einmal stecken bleiben, bis das Ergebnis halt da ist und das Future quasi sich aufbauen kann. Die Async-Routine kann man entweder direkt sagen, okay, du läufst in ein neues Thread, in einem eigenen Thread, oder auch dieses Deferred nutzen, was quasi dann einfach wie eine Lesing-Initialisierung ist. Also quasi, wenn man das Gap macht, dort fängt er an, dieses Ding abzuarbeiten. Was ein bisschen gegen dieses Async-Bereich spricht. Interessanterweise ist die Standard-Implementierung, dass er selbst wählt, was er macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Wasser auswählt, aber so richtig zuverlässig erscheint mir das auch noch nicht. Helges Kommentar war, kann man eigentlich nie benutzen. Wer es trotzdem mal gern probieren will, viel Spaß. Future, also der Unterschied zwischen diesem Future, was oben war, ist, dass es halt nur einmal abgerufen werden kann, get oder zerstören und das war's. Während in Share Future auch über mehrere Threads hinweg mehrmals abgerufen werden kann. Das Ergebnis wird quasi einmal geholt, die anderen können sich das quasi genauso abrufen. Zusätzlich zum get gibt es das wait. Wenn man eben nur wissen will, okay, das Ding ist jetzt fertig, und dann quasi auch so eine Void-Asynchron-Funktion machen, dass man einfach weiß, okay, der ist fertig, ich kann weitermachen. Ja, Beispiel genommen. Get, also hier soll dann fertig werden herauskommen und das Ergebnis ist halt sofort da. Theoretisch braucht man eben hier selber warten. So, New Texas wollte ich eigentlich nur ganz kurz mal anweisen. Also am Anfang standen hier nur gibt's. Sollte jedem ja bekannt sein, was New Texas machen, wozu sie da sind. Dann hatte ich am Wochenende nochmal gelesen, dass es ein ziemlich interessantes Konzept gibt gegen diese Deadlocks. So ein Problem hat man auch mal, wenn mehrere Threads verschiedene Logs holen, doch die Reihenfolge nicht stimmt, um Deadlock. Gibt es ja diese Log-Guard mit dem normalen Holen, dann gibt es aber dieses Unique-Log, damit kann man sich beliebig die verschiedenen Logs holen. Und erst mit dem Standard-Log holt er sich damit einen Schlag. Es ist scheinbar noch keiner richtig bekannt, wie er das macht, in welcher Form. Ich habe da nichts drüber gefunden, aber es scheint wohl zu funktionieren. Also wir können es ja mal als Risikobereitschaft probieren, ob es uns was bringt. Also zumindest können wir unsere Logs halt einsparen. Die Standard-Logs benutzen. Also das Konzept fand ich ziemlich interessant, wie ich das entdeckt hatte. Ich hoffe, es funktioniert. Für mich ziemlich interessantes Thema sind die Tuples. Kennt bestimmt jeder das Pair von der Standard-Library und es gibt sicherlich Situationen, wo man sich fragt, Mist, ich müsste eigentlich drei Werte zurückgeben. Also mache ich ein Pair mit einem Wert drin oder mache mir halt eine Struktur. Jetzt gibt es tatsächlich Tuples, die da sie ein Variadik-Template sind, was ganz zum Schluss kommt, beliebige Anzahl an Daten aufnehmen können. Hier ist es also eine Funktion, die das als Rückgabewert hat. Und der Zugriff erfolgt halt über dieses Get. Interessant ist, dass quasi Pair jetzt auch bloß eine Spezialisierung davon ist, von dem Tuple. Das heißt, man kann also das Pair auch mit Get 0 und Get 1 holen. Wichtig ist, dass der Index hier zur Kompilierzeit feststehen muss, also man kann nicht drüber iterieren, weil es eben ein Template ist. Was allerdings geht, ist, dass hier für benannte Enums zum Beispiel benutzt werden kann. Ein Konzept, was man hier
geklaut habe von Boost, ist das Standardteil. Damit kann man quasi, wenn man jetzt nicht draußen das ganze Datenfeld, den ganzen Tubel braucht, sich wirklich nur die holen, die man braucht. Die werden sich zum Beispiel Alkohol. Und mit diesem Standard-Ignor sagt man, okay, das ist zwar x Werte, aber ich möchte halt nur den dritten, fünften etc. haben. Finde ich ganz cool. Hier muss ich mich auch fragen, ich habe es selbst nicht probiert. Wir nutzen hier Boost-Library, die hat auch diese For-Each-Schleifen und auch dieses Boost-Type. Und leider ist es so, dass einige davon unter Mac zum Beispiel nicht kompilieren. Aus bestimmten Gründen. Da muss man halt das wieder mit Iteratoren und das wieder die normale Vorschleife nehmen. Jetzt würde mich halt interessieren, ob man das halt im Zusammenspiel mit solchen Schleifen auch benutzen kann und das dann halt unter Mac zum Beispiel kompiliert. Oder die Lesbarkeit meiner Meinung nach stark erhöhen. Muss man einfach mal probieren. Was war das? Das Teil gibt wieder einen neuen Tubeltyp zurück, aber mit weniger. Nee, das Teil spaltet quasi auch. Das nimmt den Tubel und füllt quasi in die Werte den 012 jeweiligen Typ rein. Also das sind wirklich vom Typ, da komme ich jetzt zurück, ne, komme ich nicht, vom Typ Klasse Name, Klasse, Adresse etc. Also es ist kein ganzes Tubel. Der spaltet das quasi auch, wenn man so will. Also ich spare mir die zwei Zeilen Get. 0, Get 1 zum Beispiel. Dazu gehört dann dieses Make-Pair, Make-Tubel für die Rückgabewerte, aber das geht jetzt natürlich auch schön mit geschweiften Klammern. So, Fixed Size Arrays, das nächste Thema, sind neue Container, die üblichen Zugriffsoperationen, eben wie die Iterierung oder Funktionen auf Prüfung, auf Größe etc. bieten, sind im Vektor angelehnt, können also über Front, Back, Add drauf zugegriffen werden und eigentlich verbergen sie quasi nur die Standard C-Felder, wenn man so will, und packen die quasi in die Standard-Library rein, um sie dann bearbeiten zu können. Und mit diesem Array Data hier zum Beispiel kommt man auf diesen ursprünglichen Pointer, um die Daten zu bearbeiten. Wie der Name sagt, Fixed Size Array, also es gibt kein dynamisches Hinzufügen, man legt die halt feste Größe, die werden gefüllt, fertig. Sind zufällig initialisiert und wenn sie auf dem Stack angelegt werden und wenn sie statisch angelegt werden, mit 0. Auch wieder mit geschweiften Klammern initialisierbar und können ebenso als die Tubel genutzt werden, also Get 0, Get 1 etc. Finde ich persönlich ziemlich interessant, weil wir haben noch relativ viele Teile mit älteren Feldern drin. Muss man jetzt nicht alles umbauen, aber wenn es geht, ist eigentlich, denke ich, einfach zu bearbeiten an solchen Feldern. Jetzt auch neu in der STD, die regulären Ausdrücke. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf alle eingehen müssen. Also ist eigentlich wie IQT zum Beispiel, die IQRedX, dass man das einfach festlegt, dass man verschiedene Funktionen hat, um einen String dagegen zu testen, ist es drin, passt, kann ich das ersetzen. Die Ergebnisse, zum Beispiel von dem Search, landen dann in einer L-Value-Referenz, in diesen Match-Results, die dann auch wieder iteriert werden können, durchgegangen werden können. Die gibt es auch für, wie man sieht, die V-Chars. Ich denke, mehr muss man zu Regex nicht sagen. Ich finde es jetzt nicht so interessant. Also die wir haben, sind meistens in Qt gemacht. So 3 oder 4 haben wir. Kann man benutzen, wenn es uns über den Weg läuft. Muss der Compiler unterstützen. Das muss der Compiler also unterstützen. Der muss auch was tun. Ich habe so einen GCC 4.8 probiert. Da kann es nämlich rum. Erst ab der 4.9 zum Beispiel. Die Standard oder die von Qt? Die regulären Ausdrücke. ein interessantes, meiner Meinung nach auch ein klares Feature von Boost ist jetzt die Standard Function, also dieser Funktionstyp, in dem man eben die Funktion, also es ist kein Funktionspointer, es ist wirklich ein Typ, wie Boost Function eben festlegen kann. Hier kann man eben dann auch Lambda-Ausdrücke, auf die ich gleich noch eingehen kann, zuweisen oder eben direkte Funktionen.
hat eine Klasse, eben so einen überladenen Operator, der dazu passt zu dem Dienst. Kann man dem auch einfach die Klasse zuweisen und der greift zum Beispiel auf den Operator zu. Aufgerufen wird es dann ganz einfach. Ich weiß nicht, wer Boost kennt, wer schon mit dieser Function-Sache gearbeitet hat von Boost. Das ist wirklich für uns genau dasselbe. Daher für mich weiß ich nicht, ob das für PC Visit Nutzen bringt, weil wir haben jetzt überall zum Beispiel diese Boost-Functions drin. Kann man das setzen, muss man aber nicht. Hier deutet sich auch schon mal der Trading Rückgabewert an. Kommt auch gleich noch. Ne? Falls ich zu schnell bin oder je nachdem, was ich fragen möchte, kurz schreiben. Ist das so eine Art Funktor, wo ich dann diesen Klammeroperator dann Der hat vor uns war in der Klasse. Na, eine Folie zurück, glaube ich. Ne? Ja, das war ein Operator, der quasi auf diese Typdeklaration gepasst hätte von der Funktion und damit kann ich dem das zuweisen. Okay. Die Function war auch mal zum Beispiel auch bei diesem Bind ebenso schön von Boost ausgeliehen. Der erstellt genau eben so ein Funktionsobjekt. Und hier kann man dann eben schön Argumente anbinden und vorbelegen. Oder eben mit solchen Placeholders sagen, okay, der wäre dahin. Recht interessant ist halt das Konzept, dass man mit diesen Placeholdern sogar Argumente tauschen kann, duplizieren kann, wie man das braucht. Also kann man eine ganze Menge Spielereien damit machen. Im Beispiel sieht man halt, okay, wir binden die Funktion ran, reiche 10 fest mit rein. Und wenn ich dann diesen Funktionsobjekt aufrufe, gebe ich quasi nur noch einen Wert rein und dann würde quasi an der Stelle landen. In dem. Das ist ein Funktionsobjekt, oder? Ja, das wird dann x ist 10 und y 99 oder was übergeben. Genau. Ah, okay. Ja, das gab es auch schon in C++ 98, diese. First Bind, Bind First und Bind Second. Mhm. War aber arg frickelig, das zusammenzubauen. Man kann halt schon sagen, den oder den. Bei dem Bind ist es jetzt quasi auch beliebig, wie viel ich da reingebe. Also, wir kennen es auch schon größtenteils von Boost. Wir nutzen ja das Bind dort für asynchrone Sachen. Darum muss man, ich glaube, das ist auch so eine Stelle, wo man dann auch mal so umbenennen machen muss. Da muss man, stimmt ja, ja wo die Dienste ein bisschen kultiert sind. Das, der Helga hat hier noch sich gefragt, oder mich, oder uns gefragt, ob das Konzept auch mit der Shared- und Weakpointing funktioniert, die jetzt auch neu sind. Ich habe vergessen nachzufragen, in welche Richtung. Ob du einen Pointer mit eingeben kannst und die benutzen, oder ob der mitkriegt, dass der Caller, also das ist zum Beispiel eine Funktion. Ja, ich würde sagen, dass du den Weakpointer statt dem nativen Diskpointer reingibst, dass dann das Function-Objekt beim Ausführen prüft, ob das Objekt noch erlebt. Nee. Was nicht? Du kannst einen Weakpointer mit reingeben von dem Sys. Da gibt es ein neues, eine Funktion in den Klassen, dieses Shared from Sys. Der wird ein Weakpointer, den kannst du als Weakpointer einfach mit reingeben und den musst du halt prüfen. Du musst es selbst prüfen, kannst du aber aus dem Weakpointer dir Shared-Pointer holen und weiterarbeiten oder die sagen, hier, ich bin kaputt. Du brauchst nur eine Frappe dazwischen, wenn das für mich automatisieren muss. Ja, ich habe auch mal ein Beispiel gefunden, wie das jemand mit Lambda-Ausdrücken gemacht hat, was natürlich auch wieder ein bisschen zur Verwirrung beiträgt. Ein neuer Container ist den STL, die Forward-List. Ist halt. Mit dem Ziel, Zeit, Platz zu sparen, einfach eine Liste quasi, die von vorne befüllt wird. Hat eben kein Insert-After, also die ganzen Sachen, die eine Liste zum Beispiel hat, gibt es nicht mehr, hat keine Größe, kein Pushback, hängt einfach nur zusammen, Stück für Stück. Und wenn man was hinzufügen will, dann macht man das eben mit Push-Front. Witzig finde ich das, Erase-After bevor Beginn. Das ist dann wohl alles klar, alle Klarheiten beseitigt. Weiß ich nicht, inwieweit sie bei uns Verwendung finden kann. Das ist aber für Performance-Optimierung, oder?
müssen wir dann schauen, wo es einpassbar ist. Ich weiß, dass wir viele Listen und Vektoren haben. Maps, aber noch nie das Bedürfnis gehabt, eine Vorwortliste zu benutzen. Jetzt kommen wir zum Abschnitt E-Lams. Da gibt es einige Neuerungen. Zum Beispiel, die ist natürlich großer Liste, man kann sie jetzt vorwärts deklarieren. Habe ich persönlich jetzt noch nie gebraucht. Aber ist gut zu wissen, dass man es kann. Wie kommt die Teile dazwischen? Verdammt. Moment. Geht hier was? Entschuldigung. Ist was verrutscht? Ja, gut, dann müssen wir es. Wie wir vorhin schon gesehen haben, gibt es einige Funktionsdeklarationen, wo der Return-Typ mit diesem lustigen Pfeiloperator angehangen wird. Notwendig ist es bei diesen Lambda-Ausdrücken, wenn ein Rückgabewert angegeben werden muss. Nützlich ist es in Verbindung mit dem neuen Keyword Deckel-Type, was eigentlich schon mal Type-Off heißen sollte, aber durch zahlreiche Bibliotheken dann schon benutzt worden war, wahrscheinlich. Und ist auch bei normalen Funktionen benutzbar, wenn man die mit Auto einleitet. Also das ist die bekannte Form der Funktionsdefinierung und das quasi mit diesem Treten Return-Type. Hier sieht man es auch nochmal, kann auch in der Klasse benutzt werden. Wenn man Autotop vorschreibt, kann man es eben angeben. Ich weiß jetzt nicht, wozu das jetzt persönlich gut sein soll. Interessant wird es dann eben bei den Templates, wenn man dann eben hier dieses Deckertype benutzen kann und den Rückgabewert damit festlegen kann. Ich denke, da ist der Helge ganz begeistert von solchen Features, als unser Template. Gott. Die 5000 Zeilen Code Templates sind noch. So, und jetzt scheint er wieder zu den Enums zurückzugehen. Also, irgendwas ist da verrutscht. Es gibt dann noch diese erweiterte Enums, dass man eben jetzt bei der Deklarierung die Typen angeben kann. Er macht dabei auch die Typprüfung, castet das also nicht mal wahllos auf Int einfach. Wie man sieht, würde das, wenn das ein U-Int ist und er achtet, hätte hier einen Compiler-Fehler geben. Man kann die dann auch nicht mal gegen Int so einfach vergleichen oder gegen Enums von einem anderen Typen zum Beispiel. Der alte Code bleibt trotzdem erhalten, also man muss es nicht angeben, dann bleibt es weiter dieses normale Int-Typ. Und es gibt jetzt Scoped-Enums, dass man quasi die starke Typisierung erlauben kann. Und ich persönlich finde es sehr gut, da man ja oft Enums drin hat, wo Bezeichner doppelt, dreifach in verschiedenen Enums drin vorkommen. Wenn man die dann im Code einfach nur hat, ich frage, so was gehört es denn eigentlich? Das kann man es quasi hier zum Beispiel angeben. Okay, das ist die Elevation und eben nicht das Voltage. Wie man sieht, wie ich schon sagte, dieser Vergleich geht dann nicht mehr mit Int. Auch das wird nicht mehr auf Int implizit gecastet. Und wenn man es mit dem anderen vergleicht, mit der Typisierung, geht das eben auch nicht. Also für mich persönlich sehr gut, vor allem weil für Clean Code kann man es sehr gut benutzen. Eigentlich. So langsam nähern wir uns dann den Templates auch. Gibt es diese Alias-Templates, mit denen man jetzt, bei denen man jetzt das Using benutzen kann, um quasi die zu type-defen, wenn man so will, und zu bezeichnen. Ist mir jetzt noch nicht so über den Weg gelaufen, dass wir sowas drin haben. Das ist vielleicht besser. Also dann nur als Hinweis, dass es sowas mal gibt, erhöht meiner Meinung nach schon die Lesbarkeit, wenn man erst fährt, okay, das ist das und das ist
quasi von dem Typen, als wenn man es genau andersrum schreibt. Es kommt dann auch halt in den. Es kommt später nochmal, dass man das Using noch für das TypeDef benutzen kann und damit dort erhöht es auf jeden Fall für mich die Lesbarkeit. Die Alles-Templates dürfen nicht spezialisiert sein. Also in der Form, wenn man das machen will, muss man sich halt quasi so eine Eigenschaftenklasse bauen, davon dann den Typ nehmen und dann wählt er quasi die richtige dort raus. So, hier haben wir jetzt dieses Using als TypeDef. Ich weiß, dass wir sehr viele solche Konstrukte bei uns in den Klassen drin haben. Und meiner Meinung nach ist das schon lesbar für viele Dinge. Weil quasi erst wie eine normale Zuweisung ist, okay, das ist der Name des Dings, das ist der Wert, nenne ich es jetzt mal. Gerade hier bei diesen Funktionspointern ist es doch lesbar. So, interessant ist noch eine kleine Anmerkung hier. Man kann hier auch um diese Sternchen bei den Deklarierungen jetzt drum herum kommen. Wenn man diese Klammer um den Namen und das Sternchen weglässt und hier diese Klammer mit dem Sternchen, ist, kompiliert das auch, wird aber jetzt so ein Standard-Function-Objekt. Wird kein Pointer mehr, wird implizit so ein Standard-Function. Also wenn man es dann direkt zuweisen will, dann würde der Compiler sagen, geht nie, ist keine Variable. Ein für mich schönes Teil, das sieht man hier den Unterschied nicht so gut, ist das RAW-String-Literal. Der erlaubt jetzt, dass in Strings bestimmte Zeichen weiter erlaubt sind. Wie hier zum Beispiel der Backslash, Doppelbackslash, Sonderzeichen. Gerade heute wird das Problem gehabt, Ordner auf Verzeichnisse, Strukturen aufzubauen und dann irgendwo so ein Backslash vergessen, sich wunderbar mal jetzt wieder rummeckert. Einfach ein großes R davor schreiben und schon ist es ihm scheißegal, was da drin steht. das R kann eben auch dann kombiniert werden mit anderen Bezeichnungen, eben dieses für Byte-String, UTF-8, UTF-16, UTF-32. Und ganz interessant ist, dass man, also das Zeichen ist quasi das A mit dem Quotation und den Klammern, das gehört noch zusammen. Interessant wird es, wenn man genau so ein Zeichen hier drin im String maskieren will, dann kann man sich einfach selbst auswählen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mein Anfangs- und mein Endzeichen. Geht bis 16 Zeichen, kann man sich alles Mögliche reinschreiben und Nachrichten hinterlassen für nachfolgende Generationen. Aber ich denke, so oft sollte das eigentlich nicht bei uns vorkommen. Also das finde ich für PCs sehr gut, gerade weil wir teilweise Unit-Tests haben, die Log-Ausgaben prüfen und wenn dann so ein Pfad da drin steht und man dann überall die Backslash nachziehen kann, dann freut man sich über solche kleinen Sachen. Ein sehr interessantes neues Feature-Konzept in C++11 ist halt dieses Moving, was eingeführt wurde. Das Kopieren von Objekten mit Copy-Konstruktor etc. soll ja eigentlich allen bekannt sein. Neu ist eben, dass jetzt auch das Bewegen von Objekten unterstützt wird. Wenn man eben hier sieht, im Widget, hier wird es ganz normal kopiert und wenn man dann die neue Funktion Move benutzt, wird es nicht kopiert, sondern quasi nur wie ein, also ich stelle es nur wie ein Pointer vor, dass er da drauf zeigt. Ist aber eigentlich kein Pointer. Vor allem diese temporären Objekte, wie also das hier, so ein R-Value, sind halt prädestiniert für Moving. Das haben wir relativ oft, dass wir Listen, Maps haben etc., die rüber rausgeben wollen als Rückgabewert. Und dort findet halt eine Kopierung statt, was dann meistens zum Problem wird, wenn man eine Deep Copy braucht, weil da irgendwelche Objekte drin hängen. Also man muss dort wieder Copy-Konstruktoren haben, man macht es von Hand an der Stelle. Und das können wir uns jetzt ein bisschen ersparen mit diesem Moving. In C++ wurde das quasi nicht mal kopiert, sondern eine implizite Move-Anfrage.
Und dieses Standard-Move ist quasi, dass man ein Objekt zwingt explizit, okay, du wirst jetzt bewegt. Ganz neu dafür ist eben diese R-Value-Referenz. Referenzen sind ja bekannt und die heißen so anders. Die heißen jetzt L-Value-Referenzen. Dafür gibt es dann diese neue Syntax mit den zwei M-Sens oder herkömmlichen M's, wie sie genannt werden. Also sie verhalten sich ähnlich wie L-Value-Referenzen und man erkennt eigentlich daran in Klassen an solchen Objekten, okay, die dürfen bewegt werden. Und grundsätzlich sind eigentlich die meisten STL-Container-Objekte sind eigentlich alle Move-Able. So, da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele. eine Funktion, die ganz normal den const-L-Value nimmt, quasi kompiliert wie gehabt. Hier haben wir jetzt dazu eine Funktion, die ein R-Value nimmt, nicht const, würde quasi hier ganz normal die Funktion aufgerufen werden. Und hier ist es, hier oben würde beides gehen, aber er zieht eben das vor, weil das eine R-Value ist. Und wenn wir jetzt beide Funktionen zum R-Value machen, würde es hier ein Problem geben beim Kompilieren, weil eben die Variable ein L-Value ist und hier an der Stelle nicht erwartet wurde. Hier haben wir jetzt nochmal eine Klasse, der bekannte Copy-Konstruktor, erweitert um einen Move-Konstruktor und der Assignment-Operator mit dem Move-Assignment-Operator. Wie man hier sieht, das ist wieder eine Factory-Funktion. Hier würde jetzt kopiert, hier würde moved und hier würde auch kopiert. Also wie gesagt, L-Value, R-Value. Das ist die Rule of Five, ne? Wie bitte? Die Rule of Five ist das jetzt statt der Rule of Three. Da müsst ihr jetzt überall nachziehen, sozusagen. Also, was ich noch also wenn ihr einen Kopierkonstruktor und einen Zuweisungsoperator habt, dann müsst ihr das ja für die. Ja, man muss nicht haben. Ja, das kannst du ja nicht so die Schlüssel werden, ne? Default oder. Kannst du auch angeben, was er machen soll. Das kannst du auch machen, ja. Also klar gibt es immer einen, wenn du nicht angibst, aber es ist halt die Frage, ob der das macht, was du willst. Das stimmt. Dafür kann man sehr drüber laden. Also das Nox bekannt verhindert einfach nur, dass der. Also die darf keine Exception werden. Einige Container in der STL haben das halt drin. Ich bin jetzt nicht sicher welche, die dürfen halt an der Stelle, aber bei Pushback ist es so, dass da darf es eben nicht eine Exception werden, wenn das gemoved wird. Auch ein wunderbar geklautes Element aus Boost ist jetzt diese Range-based Vorschleifen. Würde man Vorschleifen nicht du, weil nicht nur vor. kann man jetzt einfach sagen, okay, die Variable in dem Vektor, man muss nicht mehr Plus machen, man muss es nicht mehr initialisieren, wie man das, wie wir es von uns kennen. Man kann es auch als Referenz machen und theoretisch müsste auch Const-Referenz natürlich auch gehen. Wie man sieht, es geht mit Auto, mit Vollteil, Const etc. Und es funktioniert halt mit allen Containern und Objekten, die im Beginn und End anbieten. Weiß nicht, inwieweit das für PC Wizard interessant ist. Wir haben jetzt relativ viel Boost drin. Man müsste halt schauen, ob da, wo zum Beispiel der Mac-Compiler jetzt noch meckert, ob das dann in der Lösung dafür wäre, uns lesbar zu machen. Aber es ist bestimmt auch der Code, der rauskommt, wesentlich kleiner. Wenn der Compiler zwischen dritten ist. Aber bei den Boosten ist riesengroße Makro-Kisten, die da reingehauen werden. Und ja, der Compiler schon einen Haufen Möglichkeiten, das Ganze vorzuoptimieren. Also suchen und übersetzen. Wie gesagt, hier würde ich es gerne mal probieren, ob das mit diesem Standard-Teil oder zum Beispiel Maps eben auch funktioniert. Dass man quasi dann an der Stelle eine Map stehen hat, wo
quasi hier ein Teil der Base 2, die dann unten direkt benutzen kann, ohne dass über Operatoren, Reservatoren, das Fürsten senken sich schon zu unbedingt lesbar ist. Boost bietet das halt, aber wie gesagt, das kompiliert halt nicht in jedem Teil. Jetzt kommen wir sicherlich zu einem Lieblingsthema von Helga, den Shared und den Weak Pointer. Du sagst bei Infolien. Ja, das, du fragst mich doch immer wieder. ebenfalls bekannt als Boost, die wir jetzt auch immer öfters benutzen. PCs hat auch eine eigene Smart Pointer Implementierung, wie wahrscheinlich jede Firma. Ja. Hat aber, denke ich, noch Vorteile, wo ich dazu gleich noch komme. Also eigentlich soll diese SharePointer die Ressourcenverwaltung vereinfachen. Sind halt referenzzählende Objekte und wenn der Referenzzeug auf 0 ist, ist das Objekt weg. Hier noch ein kleines Beispiel. Hier ist der Referenzzeiger 1, wird 2 gegeben, also 2. Kann mit beiden Pointern jetzt arbeiten. Hier wurde explizit einer der Referenzkarte runtergesetzt. Und nach der Klammer hier wurde das Objekt eben zerstört, weil der Referenzcount auf 0 ist. Dann sind wir hier bei den Möglichkeiten, wie man den Shared Pointer erstellen kann. Also quasi mehr. Hier wird er befüllt. Explizite Zuweisung geht nicht. Factory-Funktion und über Factory-Funktion kann man sich auch aus den bekannteren Unique-Pointern und Auto-Pointern generieren und man kann, wenn man will, auch einfach einen Const noch hinzufügen. So, der Zugriff auf die eigentlichen Pointer, gerade wenn man mit Legacy-Schnittstellen arbeiten will, geschieht ähnlich wie Boost über das Get. Man kann auf den Referenzzähler zugreifen, gucken, wie viele sind denn noch da. Das denke ich schon irgendwie für die Bug-Ausgabe ganz interessant, wenn man wieder sucht, warum das Objekt jetzt immer noch lebt. Und die ganzen Templates für das Casten funktionieren auch, eben auch mit den SharePointern. Auch drin sind eben Vergleichsoperatoren, Ausgabeoperatoren etc. etc. So, jetzt wird es nochmal interessant mit der Vererbung. Mit den Autopointern ging es zum Beispiel nicht, dass man eine abgeleitete Klasse dahin gibt, wo die Basisklasse erwartet wurde. Das geht jetzt mit den SharePointern. Und hier haben wir gerade bei PC Wissen mit unseren SmartPointern genau den umgedrehten Fall, dass wir quasi einen Basisklassenpointer haben auf ein spezielles Objekt, das da reingeben, wo ein spezielles Objekt erwartet wird. Und der castet das halt implizit auf diese spezielle Klasse. Und das weiß ich halt noch nicht, ob das die SharePointer auch können. Das müssen wir auch schon mal probieren. Auf jeden Fall explizit. Ja, explizit schon. Also das, wenn ja, ist es ein interessantes Konzept. Vor allen Dingen, wenn man es mit den Custom Deliverers kombiniert. Normalerweise wird halt bei diesen normalen Pointern immer ein Delete aufgerufen, aber man hat jetzt eben die Möglichkeit, direkt den eigenen Custom Deleter mit anzugeben, falls man noch mehr aufräumen will oder die Bug-Ausgaben zum Beispiel reinpacken will, etc. etc. Da kannst du dieses Qt-Ding dann da reinpacken, oder? Also dieses Delete-Liter, das du mit dem Qt immer aufrufen musst. Das würde gehen, ja. Also ruft es halt auch wie ein Funktionsobjekt. Könnte uns aber tatsächlich was bringen. Interessant ist noch diese Weak-Pointer. Verhalten sich zwar ein bisschen wie normale Pointer, kriegen aber eben mit, wenn das Objekt, was sie so ein bisschen kontrolliert, einfach verschwindet. Halten also quasi den Referenzzähler nicht nach oben. Und wenn so ein Referenzzähler von einem Objekt eben 0 wird, dann weiß der hoch, ich bin jetzt wohl ungültig. Wenn so ein SharePointer-Objekt eben freigegeben wird, dann laufen alle daran hängenden Weakpointer ab. Hier Beispiel, wo wir erstmal den SharePointer erstellen, daraus den Weakpointer und hier kann man halt prüfen von dem Weakpointer, okay, der ist noch gültig oder der ist eben nicht gültig. Und
dass es eben sehr nützlich bei der Überwachung von solchen Daten. Das Problem haben wir zurzeit mit einem Repository, wo wir manchmal die wissen, obwohl die Objekte eigentlich nirgendwo gebraucht werden, werden sie eben im Repository gehalten. Genau durch das, obwohl die eigentlich sagen könnte, kann weg. Und da wären solche Weakpointer-Konstruktionen ganz interessant dafür. Oder eben auch, um bei solchen Bind-Objekten mitzukriegen, okay, der Crawler ist jetzt tot. Da drauf dann auf das SIS aufzurufen, ist natürlich nicht immer clever, wenn man die Kunden überraschen will. Weakpointer sind allerdings keine Smart-Pointer, also man kann sie nicht einfach verbuchen, wie die Shared-Pointer, dass man prüft, okay, der Pointer ist, und es geht weiter. Man kann nicht direkt darauf zugreifen, auf das Objekt, da haben wir keine Referenzierungsoperatoren. Und wenn man von dem Weakpointer kommt, man aber an den Sharepointer ran, indem man es einfach wieder zurück anlegt über den normalen Sharepointer-Konstruktor. Man kann quasi erst prüfen, okay, ist da, dann holt man sich den oder weist den zu, wobei der 0 wird, und kann dann ganz normal auf dem Sharepointer arbeiten. Das ist halt dieses Konzept unter den Byte. So ist aus dem Weakpointer mal den Sharepointer kommst, dran, wo du ist. So, jetzt kommen wir, jetzt schon wir schon beim letzten Thema, es gibt bald Bier, zu den Variable Templates. Das Problem haben wir bei WC Visit recht oft, dass wir sehr große Templates haben mit 1-Werten, 2-Werten, 3, x, y. Ich glaube, das letzte war, jetzt musste ich mal einen Zähler bauen, den gab es da noch nicht, und dann rutschen da mal eben 1000 Zeilen Code, Copy und Paste rein. Und davor können uns jetzt ein bisschen die Variable Templates schützen, indem die einfach eine beliebige Anzahl quasi von Argumenten nehmen können. Also ich habe es auch nochmal hingeschrieben mit dem Template mal hier. So, diese Objekte hier, das sind die Parameter-Packs, und die Manipulierung basiert auf einer Art Rekursion. Der ruft das Template auf, nimmt immer den ersten Wert und gibt dir den Rest. Und man baut sich quasi einen Schlusspunkt, wenn man so will, und gibt so ein Template dazu. Und wenn man das jetzt aufruft, würde der quasi immer das mit dem ersten Wert aufrufen und den Rest, solange bis er quasi hier oben landet. Dazu gibt es dann diesen Size-Operator, in dem man zum Beispiel fragen kann, okay, wie viel sind denn da jetzt noch drin? Und ganz neu ist eben dieser 3-Punkte-Operator. Leider habe ich das nicht mehr gefunden. Es gibt irgendwo eine Stelle, da kann man dann 6 Punkte hintereinander schreiben. Das sollte man nicht, wegen der Lesbarkeit, und plädiert dafür, wenn der Zeitpunkt kommt, macht mit dem Komma dazwischen. Nur so als Tipp, ich habe es leider nicht mehr gefunden, nur hatte ich das mal gelesen. Wie gesagt, für PC Wizard könnte es hier eine enorme Kompilierzeit, Codegrößen, Fehlerquellen, Ersparnis geben, wenn man die Templates immer umsetzt. Wobei, ich finde, das Konzept ist erstmal sehr einleuchtend und einfach, wie bei den meisten Templates, aber wenn man es dann tatsächlich mit dem bestehenden Code verbinden will, kann es eben passieren, dass man dann da sitzt und nur noch drei Pro macht, bis es endlich geht und genau das macht, was es soll. Was hast du eine Hoffnung, dass es dann der Compiler vielleicht wesentlich leichter hat, schneller kompilieren kann? Weil wir haben teilweise Bibliotheken drin, zwischen der Pause für zwei Code für so Signalslots haben. Und wenn man es damit ausdrücken würde, wäre es wahrscheinlich noch ein paar Dutzend Zeilen. Eigentlich müsste ja, aber wissen es halt noch nicht genau, ob es nicht probieren können, der Compiler wesentlich schneller mit so einen Sachen umgehen, wesentlich schneller die Sachen kompilieren. Das spart auf jeden Fall viel RAM. Aber die hohe Kunst besteht darin, eben die Funktion nicht mehr rekursiv aufzuschreiben, sondern die Patterns zu benutzen für die Parameter-Packs. Ich denke, das ist das Thema, mit dem wir uns noch am meisten beschäftigen werden. So, das waren schon die 52 Folien. Gibt es tatsächlich Fragen? Da ist ja schon mal aufgefallen, eine gute Sache ist jetzt auch das Make-Shared. Also wenn man mit Shared-Pointern arbeitet, was ihr vorhabt, wie es aussieht,
benutzt halt das Wegschart-Template, weil das den großen Vorteil bringt, dass es nur eine Speicherallokation ist und der den Counter direkt an das Objekt legt. Und was man damit auch hinbekommt, ist sozusagen Vererbungshierarchien ohne Destruktoren, ohne virtuelle Destruktoren zu bauen. Weil der Deleter beim Erstellen des Shared-Pointers angelegt wird. Und wenn man jetzt sozusagen nicht den Shared-Pointer initial schon mit der Basisklasse baut, indem man eben das Objekt mit new anlegt und dann in den Shared-Pointer mit einer Basisklasse reinschmeißt, sondern sagt direkt make shared von dem Typen, den man eben bauen will, dann wird der Destructor oder der Deleter auch auf diesen Typen, den man gerade gebaut hat, angewendet. Und egal, was man den dann den Shared-Pointer weiter rumcastet, es wird immer dieser Deleter aufgerufen. Und damit kriegt man es hin, Vererbungshierarchien zu bauen ohne virtuelle Destruktoren. Und darüber kriegt man es dann hin, diese Rule of Five auszuhebeln und eben eine Rule of Zero zu machen. Also man schreibt nie wieder Kopier oder sowas Konstruktoren und auch eben keinen Destruktor. Und dann wird der Code enorm viel sauberer. Aber kannst du ja verhindern, dass ich ihn trotzdem new einfach aufrufe, weil er es nicht weiß? Nein, indem man durch den Code mit suchen verhindert, dass da jemals ein new wieder auftaucht. Verbieten. Ein anderes schönes Konstrukt, was man bauen kann jetzt, ist, man kann einen Scope-Pointer auch mit einem Deleter bauen. Und darüber kann man die Pimple-Konzepte endlich auch ohne Destruktor bauen. Pimple, sagt man das? Also, dass man in seiner Klasse eben nicht im Header schon verrät, welche Elemente man behält. Also, Qt macht das überall bei Widgets und Code. Die haben das Objekt, was man in der Hand hält, enthält eigentlich nur einen Pointer. Und das ist auch die Private-Implementierung und das ist Pimple. Jetzt wäre schon alles klar. Und das Problem ist bisher, dass man halt, um das zu bauen, einen BR-Pointer einbauen muss als Member, weil man den ja im Destruktor wieder freigeben muss. Und natürlich muss der BR-Pointer, gerade wenn das wie bei Qt eine Klassenhierarchie wird, auch wieder, was ich schon gesagt habe, wenn man jetzt aber dort einen Scope-Pointer einbaut, der einen Deleter bekommt beim Erzeugen, kann man dieses Konstrukt auch ohne, dass man einen Destructor in der Hauptklasse bauen muss, einbauen. Weil eben sozusagen der Scope-Pointer automatisch ja beim Zerstören das freigibt. Damit braucht der Programmierer nie einen eigenen Destructor schreiben. Spart wieder die Rule of Five. Wo macht man einfach einen Share-Pointer aus dem Pimple? Kann man auch machen. Also, spart man sich das auch? Ja, der SharePointer bringt halt den Nachteil, dass er geshared wird. Also braucht man ja normalerweise nicht, weil das Pimple-Objekt normalerweise ja nur an der Endstelle bleibt. Also bei Qt macht Sinn, weil die Copy und Write machen in den meisten Klassen. Dort kann es durchaus ein SharePointer sein. Dort muss aber sowieso noch mehr Logik einbauen. Aber mit die Standardfälle, die man so gemeinhin schreibt, hat man so eine einfache Klasse und man will einfach nur nicht die gesamten Member nach außen legen, weil die eben doch wesentlich mehr Algorithmik verraten, als man jetzt gewillt ist, nach außen zu geben. Also das ist gerade, wenn man C++ API-Design macht, natürlich super, nicht sein komplettes Interner nach außen zu kehren, sondern versteckt das eben als interne Objekte. Also das Scope-Pointer, den kannst du halt nicht kopieren und nicht rausreichen. Achso, stimmt, ja, Scope-Pointer. Diese einzigartige Art, die auch so ein Unique-Pointer so ein bisschen hat. Den zwar nicht sterben kannst, aber du kannst nicht gegenschieben. Stimmt, aber das baut dann automatisch auseinander, dass man die Klasse nicht mehr kopieren kann. Da muss man aufpassen, ja. Also wenn man sozusagen den Copy-Konstruktor automatisch gebaut haben will, braucht man glaube ich sogar einen Shared-Pointer. Ja, oder du musst wahrscheinlich einen Move machen, ne? Kannst du gar nicht mehr kopieren. Genau, das hier geht dann nicht mehr. Ist wieder Auto. Ich habe mich dann auch. Das ist ja auch eine Ownership-Semantik. Starke Überbauung, das muss ich nicht mehr geben, aber ja. Ich denke, wir können jetzt gerne mal hier mal noch diskutieren. Ich bin überzeugt, klar.